Veränderung. Wenn sich alles in deinem Leben verändert, so verändert, wie du es noch nie erlebt hast, dann braucht es recht lange, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Ich war schon oft allein, als Kind und später auch mit dem Wunsch, Erzieher zu werden. Als ich den ersten Tag in die Bildungsanstalt für Frauenberufe in Essen trat, habe ich gedacht, ich hätte mich im Raum geirrt. 96 weibliche Wesen wurden auf 4 Klassen aufgeteilt und ich als einziger Mann wurde dann auch noch zu einer Klasse zugeteilt. In späteren Jahren, nachdem ich den Beruf des Krankenpflegers erlernte und nach vielen gescheiterten Versuchen in diesem Beruf Fuß zu fassen, was mir als Erzieher deshalb nicht gelang, weil ich ein Mann war und niemand einen Mann einstellen wollte, entschied ich mich selbstständig in der Krankenpflege, zu machen. In Frankfurt am Main gab es gerade mal 10 private Pflegedienste und ich musste hart kämpfen, um überhaupt eine Kassenzulassung zu bekommen. Dann zwar erfolgreich, aber wieder allein saß ich in meinem Büro in der Dreifaltigkeit als Chef und Geschäftsführer, Pflegedienstleiter und Buchhalter. Viele Jahre. Auch in meiner Firma, meinem Werbeservice, war ich allein. Das Privatleben mit meiner damaligen Frau, mit der ich 30 Jahre verheiratet war, musste meist zurückstehen. Meine Ehe ging also nach 30 Jahren zugrunde und eine trennreiche Zeit des Alleinseins nicht gewöhnt, brach an. Zwischendurch gab es zwar immer wieder kurz Zeiten der Zweisamkeit, der Hoffnung, es könnte für länger sein. Nach 3 Jahren fand ich schließlich eine Frau, die viele meiner Interessen teilte und, wie ich annahm, mich genauso liebte wie ich sie. Doch die vielen Jahre harter Arbeit und vieler Schicksalsschläge hatten ihre Spuren hinterlassen und ich wurde krank. Einen kranken Mann aber wollte meine inzwischen zweite Ehefrau nicht und verließ mich. Der wirtschaftliche Abstieg war dann nicht mehr aufzuhalten und auch die Krankheiten nahmen bedrohliche Formen an. Sie zwangen mich zum Bewältigen längerer und auch kürzerer Strecken den Rollstuhl zu benutzen. Mein altes Auto schaffte den TÜV nicht und so bin ich auf die Hilfe von Nachbarn angewiesen, da es wegen vieler Umzüge und dem 24-Stunden-Service meines Pflegedienstes keine Freunde gab, da Freundschaften ja gepflegt werden müssen und es dienstlich nicht möglich war. So zog neben dem Alleinsein auch die Einsamkeit in mein Haus. Schmerzen begleiten mich jeden Tag und nur starke Schmerzmittel lassen mich für wenige Stunden zur Ruhe kommen. So warte ich jeden Tag auf ein Wunder und schreibe, dichte, produziere Videofilme, höre Hörbücher, gestalte Dinge für das Internet, produziere elektronische Musik und schlafe. Hartmut Alt.